Heyo! Ich habe heute für euch eine Karaoke-Challenge, aber vorher will ich noch eine Sache ankündigen. Ich habe ein neues Mikro. Das heißt, das ist vor genau einem Tag angekommen, also am 25.11. Und ehrlich gesagt bin ich da extrem froh drüber. Jetzt kann ich endlich anfangen. Das heißt für euch, dass ab sofort demnächst halt Cover auf euch warten. Wie schnell ich das schaffe, ist eine andere Frage, weil ich ja erstmal mich in die ganze Materie richtig reinfinden muss. Bisher hatte ich ja immer nur schnell habe ich ein Cover hingekriegt und fertig. Jetzt werde ich natürlich das schön in Ruhe machen. Und ja, ich hoffe, dass ihr dann euch drauf freut, um nochmal auf das eigentliche Thema dieses Videos zurückzukommen. Diese Karaoke-Challenge ist von Sogea. Ich hatte ihr versprochen, dass ich mitmache. Und ich weiß schon ein paar Sachen, also ich weiß eine Sache, um genau zu sein, von dem Ganzen. Und ja, ich weiß nicht, was ich von diesem Lied halten soll, Sogea. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, ich hatte das jetzt hier so eingestellt, dass das nach 2 Minuten circa losgeht, deswegen verplapper ich jetzt nochmal irgendetwas. Also, das erste Cover wird wahrscheinlich so, keine Ahnung. Spätestens im Januar wird es es wahrscheinlich geben, wenn alles klappt und nicht irgendwas dazwischen kommt. Ehrlich gesagt habe ich gerade Angst, wann auch immer das losgeht mit dem Lied, also mit der Challenge, also mit dem Track, wo das alles drin ist, dann wird es wahrscheinlich mein Gehör wegschießen. Ich freue mich nicht drauf. So, dann warten wir jetzt mal. Müsste gleich losgehen. Ja. Das Lied kenne ich, das ist Echo. Forever ago, how long have been up? I don't know, I can get a grip, but I can let go. There wasn't anything to hold you low. Why can't I see? Nein, ich kann das nicht. All the colors that you see, please can I be, please can I be colorful and free? What the hell's going on? Can someone tell me, please? Why I'm switching faster than the channels on TV? Now I'm black, then I'm white, no. Oh. Ja, das war, glaube ich, schon. Das hat sich leise angehört. Ich habe nur darauf gewartet, so, ja. Ich habe nur darauf gewartet. Ich werde jetzt hier für dich stehen. Ich störe jetzt mit Sicherheit nicht richtig. Da hatte ich beim letzten Mal schon genug Zeit. Ich kenne leider auch den Text noch nicht. Ich kann das Lied noch nicht. Aber ich möchte es irgendwann machen. Ich hoffe, ich finde da Leute für für so ein Lied. Okay. Hübsches Klavier. Aber ich kenn das, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mir ist es unbekannt, sonst hätte ich echt ne. Ich hoffe, ich kenne es wirklich nicht, sonst ist das peinlich. Naja, ich kenne eigentlich so wenige Vocaloid-Songs, deswegen ist es eigentlich nicht peinlich, aber. Yeah. Keine Ahnung, was das ist. Aber die ersten zwei konnte ich. Yeah. Schön. Ich mag solche Musik eigentlich gar nicht so gern.
Please, Mega Ego. Mir ist hier gerade irgendwas weggesprungen. Entschuldigung. Also gib endlich auf und sieh es endlich ein. Vergiss das Leben, ganz egal was es ist, mein Körper fühlt sie nicht. Siehe zu, wie die Welt verweht. Oh. Das war, glaube ich, der letzte Refrain. Das war mit einem Lied. Schön. Mit der Gitarre. Was ist das? Das klingt irgendwie cool. Yeah. Nee. Das kenne ich nicht. Hört sich aber cool an. Also von der E-Gitarre her. Und ich mag die E-Gitarre deswegen. Mal sehen, ob überhaupt noch was kommt, was ich kenne. Das ist bestimmt einer dieser Lieder von, wo entweder alle singen oder etwas von Rin und Len. Was war das? ja. Ich weiß damit nichts anzufangen, aber scheiß drauf. Naja, was ist das? Muss ich das kennen? Wahrscheinlich kenne ich es oder ich kenne es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mag solche. Ich habe mich eigentlich nie mit diesen Liedern so sehr beschäftigt, die mich so anhören. Also, ich gehe von euch immer aus, dass es von Rin und Len ist. Selber Stil von der Lieder, wie ich finde. Keine Ahnung. Was hast du nur für Lieder ausgesucht, Sylvia? Ich weiß damit nicht anzufangen. Wirklich nicht. Ich kenne das nicht. Ist mir nicht bekannt. Ja. Neues Lied. Wieder genau dasselbe Stil. Aber wenigstens hast du die ganzen hintereinander gepackt. Oh, das hört sich lustig an. Das kommt mir sogar bekannt vor. Was ist das? Ich hoffe, dass außerdem nichts übersteuert. Okay, das ist Circus Monster, aber da kann ich den Text nicht auswendig. So wie eigentlich bei fast allen Liedern. Keine Ahnung. Ich kann das nicht mehr ganz. Habe ich lange nicht mehr gehört. Oh, das kommt mir so bekannt vor. War bei einem anderen schon nicht mehr dabei. Ob ich den verliebt mache oder ob ich den nicht verkauft. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich
kann halt so. Ich hab keine Ahnung. Was hast du noch für Lieder ausgesucht? So, ja. Warte. Ja, doch. Das ist mir bekannt. Das ist mir eindeutig bekannt, aber ich weiß nichts drauf zu singen. Mir fällt auch gerade kein Titel ein. Und wieder so ein Stil von einem Lied. Das ist eben nur auf meinem Ohr leiser, nicht für euch. Das hört sich geil an. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es klingt verdammt cool. Was ist das? So, wie verratest du mir das? Hm? Warum freue ich mich? Nach dem hier kannst du dann mir endlich, ohne dass das irgendwie böse wäre, hier, wie heißt das? Was ist das? Also das an sich ist es ganz cool, aber ich meine, das ist nicht cool, dass mein Ohr gerade... Warte, ich mach mir das kurz ein bisschen leiser. Okay. Also was ich gerade eben noch sagen wollte, ich freue mich halt, die von den anderen Leuten, die mitgemacht haben, die ganzen Sachen mir anzuhören. Ich dachte schon, das wird einfach so abrupt Ende, aber war irgendwie klar, dass es nicht so ist. Oh geil, das mit der Gitarre. Weil geil ist cool. Was? Ah, neues Lied. Hört sich böse an. Hört sich wie ein Halloween-Lied schon wieder an. Haben wir doch gar kein Halloween, das ist bald Weihnachten. Yeah, Weihnachten. Das ist schon wieder fast das Jahr vorbei. Ich weiß echt nichts zu tun, wenn ich kein Lied kenne. Ich frage mich, ob sich das hier überhaupt jemand antun wird. Das dauert jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde oder so. Ich bin gerade voll dumm. Als Kind mit Tränen gleich.
Sie kommen irgendwas mit Märchenreich. Ich mochte das Lied immer voll. Du warst gerade eben wegen. Das war das erste Mal, dass ich Lolli singen habe. Ich bin im Kopf. Ich bin auch gar nicht mehr so scheiße. Ich singe jetzt einfach irgendwas, damit hier nicht so viel Stille ist. Und das hier passt gerade gar nicht drauf. Aber wen interessiert sieht das schon, weil ich jetzt einfach mein Ding mach. Und ich mach einfach irgendeinen Scheiß, weil ich einfach nur Langeweile hab, wenn ich die ganze Zeit dich halten muss. Ich weiß trotzdem das Lied nicht. Was kommt als nächstes? Ah, okay. Das ist Dumbo. Ich kann es nicht aussprechen. Das ist auf jeden Fall Englisch, das Lied. Ich wollte jetzt schon anfangen. Aber ich kann den Text eben nicht. Ich liebe Instrumentalversion. Wahrscheinlich kenne ich sogar ein paar von den Liedern. Ich erkenne eigentlich die Instrumente nicht, weil ich die so zumindest normal höre. Ich sollte mir eigentlich angewöhnen, Instrumentalversion zu hören. Beim Zeichnen vielleicht. Neues Lied. Das klingt aber cool und schön. Und das ist mir auch nicht bekannt. Das ist sehr leise, muss ich sagen. Ich höre das kaum. Jetzt ist es leiser und nicht zu laut. Jetzt verstehe ich. Also, verstehen. Also, ich werde schon verstehen bei Instrumental, aber... Naja. Wie lange dauert das eigentlich? Das Ganze? 18 Minuten? 19 Minuten? 20? Nee, das kenne ich nicht, aber finde ich cool. Ja, instrumentalmäßig finde ich, das hört sich cool an. Ich da einfach mal rum. Yeah. Das hört sich geil an. Ich liebe sowas. Geil.
Gefällt mir sehr. Also sing einfach irgendwas. Und ich singe jetzt einfach mal über meine Lampe auf meinen Tisch, denn ich brauche Inspiration, damit ich singen kann. Und hab ich okay. Entweder das ist noch ein ganz langes, leises Lied oder ich glaube, das war's. Okay. Schön, wie ich einfach nur mal komplett gefailt habe. Naja, daran ändern kann man nichts. Ich kenne eindeutig, glaube ich, zu wenige Lieder. Oder ich kenne einfach die Instrumentalversion nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oder ich bin einfach nur dumm. Das kann es natürlich auch sein. Okay, dann würde ich mal sagen, erstmal zu Sogia. Ich hoffe, mein kleiner Beitrag gefällt dir. Und ich bin nicht vollkommen am abblusen und das ist langweilig und nee und so. Und an alle anderen, ich wünsche euch alles Gute. Wenn man sich nicht mehr hört bis Weihnachten, wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Wenn man sich nicht mehr hört bis Neujahr, wünsche ich auch jetzt schon Neujahr. Und ja, dann würde ich mal sagen, ciao und bis zu dem nächsten Cover, wenn ihr bleiben wollt, ne? Tschüss!